Waldemar habe ich für meinen Sohn entworfen. Er ist jetzt fast 3 und brauchte ganz dringend für den Herbst noch eine Hose, die er draußen gut tragen kann, die auch mal dreckig werden darf und die natürlich zum Beispiel an den stark beanspruchten Stellen wie Knie und Popo auch eine Funktion erfüllt. So, das tut Waldemar. Auf Wunsch vieler meiner Kundinnen gibt es Waldemar auch in großen Größen. Dort müsst ihr natürlich schauen, wie die Bedürfnisse eures Kindes sind und könnt natürlich die Po-Besätze und Kniebesätze auf Wunsch auch weglassen, ebenso die gerafften Beinenden und so weiter. Also da schaut ihr einfach, was ihr gerne nähen wollt und passt den Schnitt dann ein bisschen euren Kindern an. Ja, also so sieht die Waldemar aus, aufgesetzte Taschen und die ganzen Besätze. Und je nachdem, wie ihr sie nähen wollt, müsst ihr jetzt natürlich eure Teile zuschneiden. Ich zeige euch heute, wie ihr gleich die gefütterte Variante nähen könnt. Denn das kann man ja jetzt in der kalten Jahreszeit gut gebrauchen. Also zugeschnitten habe ich mir hier jeweils 2 gegengleiche Teile Tasche. Einmal außen die äußere Tasche und die innere Tasche. Das sind also insgesamt 4 Teile. So, alles ein bisschen umsortiert hier. Dann 2 Teile Hinterhose. Klar, die Hinterhose hat auch hier dann noch die zusätzlichen Passteile. Ne, das ist für die Außenhose. Da habe ich jetzt für dieses Modell mal einen festen Jeansstoff gewählt. Das ist die Vorderhose. 2 Teile auch gegengleich zugeschnitten. Dann habe ich noch die Besätze, zweimal für den Po. Das ist ein wasserabweisender Stoff. Habe ich schon alles getestet. Das Wasser perlt wirklich super ab. Der nennt sich Dralon Teflon und den gibt es bei Stoff und Stil zu kaufen. Und 2 Kniebesätze. Hier habe ich mir auch schon gleich die Abnäher eingezeichnet. Ebenso auf der Vorderhose und auf der Vorderhose des Innenfutters. Hier sind jetzt dann nochmal die 4 Teile fürs Innenfutter. Zweimal hinten. Inklusive Passe, also auch nochmal 4 Teile und 2 Vorderteile. Auf den Vorderteilen habe ich mir natürlich auch auf der Rückseite der Vorderteile die Passzeichen für die Abnäher markiert. Und damit fangen wir jetzt auch gleich an mit den Abnähern. Dazu brauchen wir eben die beiden Vorderhosenteile für die Innenhose, wenn ihr sie denn gefüttert nähen wollt, sonst fällt das natürlich weg. Und die beiden Kniebesätze und die beiden Vorderhosenteile aus Außenstoff. Und an allen 6 Teilen arbeiten wir jetzt zuerst die Abnäher. Und wie man das genau macht, zeige ich euch gleich an der Nähmaschine. Da ist die Kamera ein bisschen dichter dran. Ach, aber bevor ich es vergesse, habe ich euch jetzt beinahe unterschlagen. Natürlich brauchen wir auch noch die Teile für die für den Bund. Das ist einmal hier oben der Saumbund und die 2 Schnittteile, die liegen doppelt, ne? Für unten für die Beinbündchen. So, gut, haben wir doch noch alles gezeigt. Bis gleich. Die Abnäher werden natürlich an allen 6 Schnittteilen gleich genäht. Ich zeige euch jetzt der Einfachheit halber, wie ich sie an den Kniebesätzen nähe. Ich habe mir die hier markiert, sind ja 4 Stück mit so kleinen Punkten und ich lege die jetzt rechts auf rechts. Also ich klappe jetzt die eine Markierung auf die andere, dann ergibt sich hier so eine Falte und dort nähe ich mit ein paar Stichen das Ganze zusammen. Jetzt sieht man hier gut den Abnäher, die Falte, die sich ergibt. Und damit man nachher mehr Spielraum hat und alle Abnäher in die gleiche Richtung zeigen, werden die oberen, also die Nahtzugabe wird jetzt hochgeklappt nach oben, sodass die Falte quasi nach unten zeigt, ne? Das steppe ich jetzt von außen nochmal ab, knappkantig.
auch mit einem einfachen Gradstich. So, und den anderen, der auf der anderen Seite, also jetzt hier unten liegt, arbeite ich genauso. Ich klappe das links auf links, ich gucke, wo die Markierungen sind. So, da sind sie. Dann nähe ich das einmal fest. Und den Abnäher, der jetzt unten ist, da klappe ich die Nahtzugabe nach oben. Nee, ist falsch. Auch nach unten sozusagen. Hier war es oben, da ist es unten entgegengesetzt. Und dann sieht man schon, dass die Falten zueinander zeigen. Also beide jeweils in die Mitte des Knies. Ne? Das ist am sinnvollsten nachher, wenn das Kind sich hinkniet, dass dann hier sich der Spielraum für das Knie ergibt. So, das wird dann auch nochmal abgesteppt. Knappkantig. Mit ein paar Stichen. Das kann man entweder gerade machen, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Im E-Book habe ich euch gezeigt, wie man das hier quer rüber mit einem kleinen engen Zickzack festnähen kann. Das geht natürlich auch. Im Prinzip ist es egal, sie müssen nur abgesteppt sein, damit sie nachher halten. So sieht jetzt die eine Seite aus. Ich zeige es an der anderen Seite nochmal. Auch hier wieder die Markierung aufeinander klappen, ein Stück weit abnähen. Jetzt, wenn man die Orientierung so ein bisschen verloren hat, kann man sich natürlich an den Abnähern der anderen Seite orientieren, wohin die Nahtzugabe geklappt wird. Und nochmal abstecken. Und den letzten Abnäher . Ich habe das jetzt immer nur so circa 2 cm zusammengenäht und das wird auch nur so circa 2 cm weit in den Abnäher rein bzw. den Kniepatch rein abgesteppt. Klassisch habe ich das mal anders gelernt. Man kann den Abnäher natürlich auch so, wie er eingezeichnet ist, der ganzen Länge nach nähen und auch dann natürlich hinterher absteppen. Ich finde es aber optisch und auch praktisch schöner, wenn er jetzt eben hier nicht komplett bis da hinten abgesteppt wird, weil da ergibt sich dann immer so eine kleine Beule. Das finde ich nicht so schön. Ich finde es so eigentlich ganz gut. Also hier sieht man auch, dass es dann schön ausgeformt ist. Aber es bleibt natürlich dir überlassen, wie du die Abnäher letztendlich arbeiten willst. Das andere geht eben auch. Okay, jetzt habt ihr gesehen, wie ich diesen einen Kniepatch gemacht habe. Das gleiche mache ich jetzt am zweiten und eben an den beiden Vorderhosenteilen der Außenhose und des Futterstoffs. Das müsst ihr euch jetzt aber nicht angucken, das bleibt ja vom Prinzip gleich. Dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss! Ich habe jetzt also an allen 6 Teilen die Abnäher gearbeitet. Die Teile für die Innenhose, also das Innenfutter, können wir erstmal zur Seite legen. Und die Kniepatches werden jetzt auf die Vorderhosen genäht. Dazu positioniere ich mir die zuerst. Abnäher trifft genau auf Abnäher. Das macht es in diesem Fall recht einfach. Ups. Die Abnäher waren jetzt von mir an diesen Rundungen ohne Nahtzugabe zugeschnitten, weil ich die gleich offenkantig mit einem engen Zickzackstich aufnähen möchte. Wer jetzt das Ganze lieber umgebügelt
nähen will oder aber zum Beispiel mit einem Pastelband drunter oder so, der muss natürlich diese Rundung hier oben und unten mit Nahtzugabe zuschneiden. Aber ansonsten braucht man das eben nicht. So, ich gehe jetzt gleich an die Nähmaschine und nähe jetzt hier an diesen Stellen die Abnäher auf die Vorderhose. Und weil ich dann sowieso damit gerade zugange bin, mit den Aufsätzen und mit dem engen Zickzackstich, nehme ich mir auch gleich die Hinterhosenteile und positioniere dort die Pobesätze. So. Und die nähe ich jetzt danach anschließend dann ebenfalls an der Rundung auf die Hinterhose. Den Stich habe ich mir jetzt schon eingestellt. Wie gesagt, es ist ein enger Zickzackstich. Eine Empfehlung habe ich im E-Book gegeben. Das könnt ihr auch vorher auf einem Reststück Stoff mal testen, wie euch das gefällt. Notwendig ist das natürlich bei Stoffen, die ausfransen, so wie der Dralan-Teflon, den ich hier verwende zum Beispiel. Wenn ihr jetzt einen Stoff habt, der nicht franst, dann geht natürlich auch ein einfacher Geradstich. Klar, das vereinfacht die Sache natürlich, aber in diesem Fall muss ich die Stoffkante ja gleich mit versäubern und daher bietet sich dieser ganz enge Zickzackstich an. So sieht das jetzt aus. Unten mache ich jetzt noch genau das Gleiche. So, wenn jetzt hier noch irgendwo ein kleiner Faden raussteht, beziehungsweise ein kleiner Webfaden, dann kann man den mit einer spitzen Schere, Moment, mit einer spitzen Schere einfach so abschneiden. Ja, und dann werden die Pobesätze und der zweite Kniebesatz genauso gearbeitet. Und dann sehen wir uns gleich am Nähtisch mit dem nächsten Nähschritt wieder. Ja, da sind jetzt die vier Teile. Die beiden Vorderhosenbeine und die beiden Hinterhosenbeine haben jetzt ihre Besätze bekommen. Ich persönlich, und das hat mit der Funktionalität jetzt nichts zu tun, aber rein optisch möchte ich gerne in dieser Hose nachher noch eine graue Paspel mitverarbeiten. Und da gefällt mir jetzt die Garnfarbe hier nicht wirklich. Ich hätte mal grau nehmen sollen. Aber jetzt nochmal so eine enge Naht mit einem
kleinen Zickzackstich darüber zu setzen, das würde das Ganze nur verhunzen. Also werde ich gleich nochmal mit meiner Cover Stitch dabei gehen und da noch eine graue Naht drüber setzen. Wie gesagt, das hat nur optische Gründe. Ich gucke da immer ein bisschen drauf, dass es mir halt auch gefällt und nicht nur funktional ist. Hat überhaupt nichts mit der Praxis zu tun, nur ich tippe mal, der einen oder anderen von euch wird das nachher auffallen und darum erwähne ich es jetzt eben kurz. Gut, weitermachen können wir dann mit dem Rest der Vorder- bzw. Hinterhose. Für die Vorderhose fehlen ja jetzt noch die Taschen. Da werden die beiden Taschenteile rechts auf rechts gelegt. Einmal, das ist hier die Innentasche, sieht man jetzt wahrscheinlich aufgrund der Lichtverhältnisse nicht so gut. Die habe ich aus einem dunkelblauen Jersey gemacht, einfach weil die Außenhose eine alte recycelte Jeans von mir ist und da hat es nicht mehr gereicht für zwei Taschen, also für Außen- und Innentasche. Und da ich keinen blauen Baumwollstoff hatte, einen dünnen, habe ich halt einfach einen dunkelblauen Jersey genommen. Das geht ja auch. So, die lege ich jetzt hier rechts auf rechts und die werden an den Rundungen, also am Tascheneingriff hier und an der Außenrundung zusammengenäht. Wenn man möchte, kann man an beiden Kanten bzw. Rundungen eine Paspel mit reinsetzen. Das mache ich ganz gerne, das sieht ganz hübsch aus. Die Paspel wird also dann während des Nähens dazwischen gelegt, ne? Sie wird hier so reingelegt und ich habe einen Paspelfuß, das erleichtert mir auch an der Overlock einiges und dann wird sie hier einfach zwischen die beiden Stofflagen gelegt und mit eingenäht, wenn ihr das wollt. Im E-Book habe ich es aber auch nochmal gezeigt, wie das geht. Gut, und die Hinterhose braucht natürlich noch ihre Passe oben. So. Nee, da sind auch Passzeichen. Moment, sieht man auf dem Dunklen immer schlecht. Ja, aber so ist es richtig. Genau. Die werden rechts auf rechts gelegt, festgesteckt bei Bedarf. Und auch hier kann man wunderschöne Paspel mit einarbeiten, was ich auch meistens mache. Was aber auch nicht sein muss. So, die Teile nähe ich dann jetzt erstmal an der Nähmaschine und zeige euch auch, wie das mit der Paspel geht. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier die Covernaht drüber gesetzt. Wer keine Covermaschine hat, aber auch gerne solche Nähte mag, der kann das auch entweder mit der Overlock machen, das Teil komplett zuerst mit der Overlock versäubern und dann einfach mit einem Geradstich aufnähen. Das gibt einen ähnlichen Look und wer auch keine Cover beziehungsweise, nein, sorry, ich habe mich versprochen, haha, mal wieder, wer auch keine Overlock hat, es gibt an vielen Nähmaschinen auch einen sogenannten Overlockstich, der sieht so ähnlich aus, den kann man dann natürlich auch dafür verwenden. So, hier kommen jetzt die Passen an die Hinterhosen, dazu nähe ich die jetzt rechts auf rechts zusammen, aber ich möchte gern dazwischen eine Paspel mitgefasst haben. Die Paspel muss jetzt dann in diesem Fall bündig zwischen die beiden Stoffe gelegt werden. Ich lasse am Anfang immer ein bisschen überstehen. So, ich habe jetzt hier für die Overlock, das ist übrigens eine Babylock Imagine, ein ganz tolles Maschinchen, die mich noch nie im Stich gelassen hat und super auch über dicke Stofflagen näht. Für die habe ich jetzt hier einen extra Paspelfuß. Das ist ganz eine tolle Erfindung und näht sich wunderbar. Aber für alle, die sowas nicht haben, gibt es keinen Grund zu verzagen, denn das kann man auch alles mit der ganz normalen Nähmaschine machen, notfalls mit dem Reißverschlussfüßchen. So, da ist jetzt die Paspel dazwischen. Das werde ich gleich noch an der normalen Nähmaschine feststeppen. Also die Nahtzugabe wird entweder nach unten oder nach oben geklappt und dann wird das Ganze nochmal festgesteppt. Gut, jetzt zeige ich euch aber erstmal, wie man eine Paspel auch in der Tasche mit einnehmen kann. Dazu habe ich auch hier schon die Paspeln vorbereitet.
Hier liegen die Teile rechts auf rechts. Auch hier kommen die Paspeln mit der dicken, knubbeligen Seite, also mit der eigentlichen Paspel nach innen zeigend, zwischen den Stofflagen liegt die Paspel also. Hier an der kleinen Rundung, das ist jetzt nicht so eine große Größe, da sind die Taschen relativ klein, ist das ein bisschen tricky. Deswegen schön langsam nähen. Okay. Das ist tricky, weil ich eine Baumwollpaspel genommen habe. Man kann natürlich auch eine dehnbare Jersey-Paspel verwenden. Muss aber prinzipiell nicht machen. Es reicht schon, wenn man die Baumwollpaspel nimmt und ein bisschen langsamer. Okay, wenn wir das jetzt umklappen, dann sehen wir, dass hier eben die Paspel schön dazwischen liegt. Was wir auch sehen, ist, dass die dehnbare Jersey-Tasche sich trotz Overlock sehr gedehnt hat und jetzt um einiges übersteht. Das ist aber nicht schlimm, das schneide ich nachher einfach weg. So. Die Paspel für hier unten kann ich jetzt entweder genauso wie hier auch hier schon mit einnähen oder aber nachher, wenn ich es auf die Vorderhosenteile aufnähen will, einfach unterlegen. Das mache ich meistens. Ich lege es dann einfach unter. Das finde ich persönlich einfacher. Aber wie gesagt, man könnte es jetzt auch schon hier mit direkt mit einnähen, auf die gleiche Weise, wie wir eben hier oben am Tascheneingriff die Paspel auch schon eingenäht haben. Also nicht wir, sondern ich, aber ihr habt zugeguckt. Also irgendwie ja doch wir. Gut, jetzt ist es hier alles ein bisschen verzogen. Ich habe, glaube ich, auch nie behauptet, dass ich in irgendeiner Art und Weise ein Profi wäre oder bin. Bin ich nicht, habe mir alles selber beigebracht und komme manchmal rein von den Nähtechniken auch an meine Grenzen und hole mir dann Rat bei meinen Nähfreundinnen oder so wie ihr das jetzt gerade auch macht bei YouTube oder anderswo. So gut, aber das ist bei einer Dehnbaren ja alles nicht das Problem. Jetzt habe ich viel gequatscht und hätte beinahe vergessen, dass ich ja den Paspelfuß, bevor ich die zweite Seite zusammennähen will, erst rausnehmen muss. So, jetzt kommt dann wieder der normale Overlook-Fuß rein. Das ist immer ein bisschen fummelig hier. So, aber geht. Okay, jetzt hatte ich mir schon so schön zurechtgelegt. Jetzt ist alles wieder aufgegangen bzw. auseinandergerollt. Okay, also jetzt aber. Da ja die allermeisten mit der Overlock wohl hauptsächlich dehnbare Stoffe vernähen, ist es gut dran zu denken, bevor ihr so ein Projekt mit der Overlock nähen wollt, die Nadeln auszutauschen. Ich nehme dann hier Universalnadeln oder je nachdem eventuell sogar Jeansnadeln, aber Universalnadeln haben es bis jetzt auch immer getan. Also so sieht die Tasche jetzt aus, wenn ich sie wende. Wie gesagt, das Überstehende wird gleich abgeschnitten und an der normalen Nähmaschine wird es dann nochmal hier oben abgesteppt. Das zeige ich euch dann gleich. Ne? Also die Tascheneingriffe werden jetzt abgesteppt. Vorher schön ausformen. Eventuell bügeln, aber dazu bin ich immer zu faul. Und dann einfach knappkantig mit dem Geradstich absteppen. Bei der zweiten natürlich auch noch. So sieht man jetzt hier nicht, weil es dunkel ist.
dunkles, ne? Weil es dunkles Garn ist auf dunklem Untergrund. Aber man könnte notfalls auch dunkles sagen. Bei den Hinterhosen muss man sich nur entscheiden, in welche Richtung man die Nahtzugabe klappen will. Das sollte man dann aber bei beiden Hosen gleich tun, denn die werden ja nachher verbunden und da sollten die Teile dann möglichst schön aufeinandertreffen. Ich klappe die Nahtzugabe nach oben, also in die Passe, und stepp's von da ab. Wie man sieht, geht das auch mit einem ganz normalen Nähfuß. Dazu brauche ich jetzt weder ein Reißverschlussfüßchen noch einen Paspelfuß einsetzen. Das geht so, jedenfalls bei meiner Nähmaschine. Wenn wir das dann haben, zeige ich euch jetzt dann auch gleich, wie man die Hosentasche auf die Vorderhose aufsetzt. Dazu sollte ich natürlich hier jetzt erstmal alles Überstehende abschneiden. So. Gucken wir mal, welches die richtige. Genau, das ist das richtige Vorderhosenbein. Hier habe ich das nicht korrekt abgeschnitten, sehe ich gerade. Schwupp. Die Tasche kommt jetzt hier an die äußere Kante. Wer sich unsicher ist, kann natürlich das Schnittteil noch mal rausholen und auf die Markierung gucken. Aber im Prinzip erklärt sich das ja von selber. Die kommt hier an die Kante, ne? So. Jetzt möchte ich auch hier wieder eine Paspel drunter haben. Wer möchte, kann sich das jetzt mit Nadeln feststecken. Ich mache das nicht. Ich lege mir jetzt dann hier die Paspel drunter. Ganz knappkantig. So. Und dann nähe ich das auch hier knappkantig auf. Okay, und so sieht es jetzt aus. Sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Das mache ich jetzt dann auch noch bei der zweiten Tasche und dann sehen wir uns gleich am Nähtisch wieder. Okay, die Passen habe ich jetzt schon mal angebracht am Futterstoff, also an der Hinterhose des Futterstoffs. Und da nähe ich dann jetzt, wie ich es euch eben gezeigt habe, an den Außenbeinen. Kanten, die beiden Hosenteile von Vorderbeinhose und Hinterbeinhose oder Vorderhose und Hinterhose, ich weiß auch nicht, wo sich das Bein eingeschlichen hat, aufeinander.
dann jetzt. So sieht das aus. Vielleicht sieht man es, vielleicht auch nicht. Es sind zwei unterschiedliche Farbtöne und zwei unterschiedliche Sweats. Das eine ist ein Sommersweat, ein ganz dünner, und das andere ist ein ganz, ganz dünner, angerauter Sweat. Die Innenhosen eignen sich nämlich ganz, ganz wunderbar dazu, auch mal ein paar Reste loszuwerden, die man sonst nicht mehr verwenden kann. Und das habe ich in diesem Fall getan. Da man das Innere ja sowieso eigentlich nie sieht, außer beim Waschen, habe ich mir gedacht, das kann man gut mal machen, denn ansonsten finden bei mir diese Reste selten Verwendung, besonders die Unifarbenen, mit denen mache ich dann doch meistens nichts mehr. So, beim zweiten Bein machen wir es jetzt genauso. Und jetzt kann ich euch hier zeigen, wird die Innenbeinnaht auch gleich geschlossen. Dazu beginne ich hier oben am Schritt, lege sie direkt aufeinander, die beiden Teile. Und dann seht ihr es hier auch, das ist jetzt das innere Bein, das schließe ich jetzt auch gleich, weil ich eh schon dabei bin. Beim anderen noch mal genau das gleiche, oben am Schritt direkt aufeinander legen und die innere Beinnaht auch hier schließen. Vielleicht ist es jemandem aufgefallen, die Abnäher hatte ich hier nicht abgesteppt, das habe ich mir gespart. Das ist eh dehnbares Material und wie gesagt, innen fällt es nachher auch überhaupt nicht auf. Es soll halt einfach nur bequem sein und demnach habe ich halt auch den Stoff ausgewählt. Das ist sind zwei schöne weiche Sweats. Und dann habe ich jetzt hier schon mal die beiden Hosenbeine für innen. Da ihr jetzt gleich nochmal ganz explizit auch seht, nicht plizit, was das denn für ein Wort, explizit seht. Und explizit ist, glaube ich, auch nicht das richtige Wort. Also ich zeige euch gleich an der Außenhose noch ganz genau, wie man das macht. Aber da ich gerade bei der Innenhose dabei bin, will ich es hier auch eben schon erledigen. Ich wende eins dieser Beine jetzt so, dass die rechte Stoffseite vor mir ist und eins der Beine so, dass die linke Stoffseite vor mir ist. Und das mit der rechten Stoffseite oben, also dieses Bein, wird jetzt, Moment, ich zeige euch das mal ein bisschen besser. Schwupp. So. Das eben, was mit der rechten Stoffseite vor mir liegt, wird jetzt in das andere hineingeschoben, rechts auf rechts. Und hier unten am Schritt, von dort aus wird die sogenannte Schrittnaht jetzt aufeinander gesteckt. Ich habe jetzt gerade keine Wonderclips zur Hand, weil ich das gerade alles spontan mache. Also nehme ich dazu diesmal dann doch Nadeln. Hier oben ist nur die Innennose, fällt nicht auf, aber trotzdem kann man darauf achten, dass die Passnähte dort aufeinandertreffen. So. Und hier rum auch noch, nach vorne. Und dann nähe ich das einmal hier zusammen, entlang der Schrittnaht. Das andere waren ja die Beinnähte und jetzt folgt die Schrittnaht. An so einer Stelle kann man immer die Overlock-Raupen zu unterschiedlichen Seiten legen. Unten empfiehlt sich in
entgegen die Nährichtung und oben mit der Nährichtung. Das ist einfach unter der Overlock einfacher zu handhaben. Dann hat man da nicht so einen dicken Wulst. Meine Overlock schafft das zwar, aber es gibt bestimmt viele andere, die das nicht schaffen. Die, die ich davor hatte, hat es auch immer normal und mal nicht geschafft. Von daher ist das ein kleiner Tipp am Rande. Jetzt hole ich die, kann ich das Hosenbein wieder rausholen und alles auf eine Seite wenden. Und dann habe ich schon mal die vorläufige Hose noch ohne Säume und so weiter schon mal fertig. Gut, aber weiter geht es jetzt mit der Außenhose. Da wollte ich euch jetzt doch noch mal kurz zeigen, wie ich da bei der äußeren Beinnaht die Paspel mit zwischenfasse. Dafür muss ich jetzt dann wieder den Paspelfuß einklicken. Tja, wenn man so kurze Fingernägel hat, ist das manchmal auch ganz schön unpraktisch. So, schwupp, okay, geschafft. Ja, genau. Hier wird die Paspel dann auch wieder zwischen beide Stofflagen gelegt. Paspelfuß rauf, hinten runter. Bei der Tasche natürlich Acht geben, wie ich es vorhin schon gesagt hatte. Die muss gerade liegen. Kann man natürlich auch in einem vorangehenden Nähschritt einfach auf der Nahtzugabe feststeppen. Dann kann die Tasche jetzt nicht mehr verrutschen, ne? Das kann man auch machen. Aber wenn ich 5 solche oder 6 Outdoor-Hosen im Laufe der Entstehung eines solchen E-Books genäht habe, dann habe ich auf solche Kleinigkeiten allermeistens gar keine Lust mehr. Denn so eine Hose dauert ja auch um einiges länger als zum Beispiel das Rose-Shirt oder die Lady Rose, die ich davor hatte. Das ging viel schneller. Und hier muss man einfach viele, viele kleine Schritte noch dazu erledigen. Oder wie auch immer, jetzt suche ich nach dem richtigen Ort. Aber das Ergebnis lohnt sich definitiv. Ich habe echt lange überlegt, ob ich eine kaufen soll, eine Outdoor-Hose. Dann waren die mir aber zu teuer oder aber es war nicht die Farbe, die ich wollte oder aber die Funktionalität war nicht so. Wie ich es mir erhofft hatte. Und das ist ja auch immer das Schöne am Nähen. Man kann sich im Prinzip alles so machen, wie man es selber möchte. Heutzutage gibt es ja auch schon zum Beispiel Band, um die Nähte von innen zu tapen, um sie wasserdicht zu bekommen und, und. Also man kann wirklich schon viele Materialien bekommen und damit auch richtig gute Funktionskleidung nähen. So, so sieht es jetzt aus. Ich mache jetzt eben noch das andere Hosenbein fertig und dann zeige ich euch nochmal, wie es weitergeht. Da sind die zusammengelegten Hosenbeine. Jetzt werden hier, wie eben auch schon bei der Innenhose gezeigt, aber da konnte man das wahrscheinlich nicht so gut sehen, die Innenbeinnähte aufeinander gelegt, rechts auf rechts natürlich. So. Und beim zweiten Hosenbein auch noch. Da könnte man auch noch eine Paspel mit einarbeiten, aber das mache ich dann nicht. Da ich es eben schon kurz gezeigt habe, werde ich euch das jetzt auch im Hinblick auf die Länge dieses Videos ersparen. Also ich nähe jetzt einfach hier diese Innenbeinnähte rechts auf rechts zusammen. Wie gesagt, die beiden Nähte habe ich geschlossen. Jetzt wende ich eine Seite, also ein Hosenbein. So sieht das Ganze jetzt aus. Und das gewendete Hosenbein stecke ich jetzt in das ungewendete, sodass die Stofflagen rechts auf rechts zu liegen kommen. Und natürlich
der hintere Patch auf dem hinteren Patch, also Hinterhose auf Hinterhose und Vorderhose auf Vorderhose. Das Ganze hat den Sinn, dass jetzt die Schrittnaht genäht werden soll. Denn zwei einzelne Hosenbeine nützen uns ja wenig. Das Ganze soll ja schon am Ende auch eine Hose ergeben. So, hier gucke ich jetzt hier oben immer, dass die Passnähte und die Nähte des Po-Besatzes schön aufeinander liegen. Also ganz hundertprozentig passt das also bei mir meistens nicht. Aber es reicht aus, um mich zufriedenzustellen. Es kommt natürlich auch darauf an, wie genau und sauber man näht. Hier passt es jetzt ganz gut. Mal gucken, wie es gleich nach dem Nähen ist. Jetzt habe ich hier diese Schrittnaht und das nähe ich jetzt zusammen. Na, dann wollen wir mal gucken, ob das gut aufeinander getroffen hat, die Passnähte und hier hinten die Naht von der Passe. Ja, wie ich schon eben gesagt habe, es passt nicht ganz hundertprozentig, aber es ist okay. Ich kann damit leben. Mein Sohn wird sich auch nicht beschweren. Ne? Wenn man das ganz perfekt möchte, kann man eben vorher, bevor ich das jetzt mit der Overlock zusammengenäht habe, auch mit ein paar Stichen, mit ein paar Heftstichen mit der normalen Nähmaschine machen. Das klappt meistens besser. Nicht immer ist meine Erfahrung bei solchen Geschichten, aber meistens. So, was man jetzt auch noch gut machen kann und was auch bei so einer Outdoorhose, die auch Funktion haben soll, sinnvoll ist, man kann jetzt diese Schrittnaht absteppen. Ne? Also mit der normalen Nähmaschine oder sogar auch mit der Cover, je nachdem, die Nahtzugabe zu einer Seite klappen, zu welcher ist egal, und knappkantig einmal ringsrum absteppen. Ja, ich habe es noch nicht gemacht, weil man dann einfach unweigerlich hier auf dem Po-Besatz die Naht sehen würde, was ich nicht ganz so schön finde rein optisch, aber praktisch ist es. Ich habe das jetzt hier mal getestet, aber die Naht hält bombenfest, von daher ist es nicht unbedingt notwendig. Ich empfehle es aber trotzdem, weil es halt einfach korrekter ist. So, nun haben wir das Allermeiste schon geschafft. Ich habe jetzt hier eine Außenhose und hier die Innenhose fertig. Die können wir uns jetzt erstmal zur Seite legen und uns um die Bundgeschichten kümmern. Und da beginne ich gerne mit dem Bauchbund oben. Konzipiert für feste Stoffe, so wie die ganze Hose auch. Aber hier habe ich mich für ein Bündchenstoff entschieden, der jetzt dehnbar ist. Das bedeutet, ich muss das Ganze enger zuschneiden, als es im Schnittmuster angegeben ist, weil es sich ja noch dehnen wird. Beim Bund hast du mehrere Möglichkeiten, ihn zu arbeiten. Entweder du arbeitest hier vorne nur Löcher, entweder mit Hilfe von Ösen, oder aber du nähst dir Knopflöcher und ziehst danach ein Band ein zum Weiten regulieren, oder du nähst einen Tunnel, das zeige ich dir gleich, und nähst einen Gummiring rein. Die Weite des Gummis, ne, also die Länge, die richtet sich dann natürlich danach, wie schmal oder breit oder normal gebaut dein Kind ist. Das müsstest du am Kind abmessen oder von einer gut passenden Hose ableiten. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie sehr dehnbar dein Gummi ist. Es gibt Gummis, die total viel Spiel haben, also sehr doll dehnbar sind, und es gibt welche, die einen recht festen Zug haben, wie ich das nenne, wie bei diesem hier. Die lassen sich nicht so stark dehnen. Also da muss man aufpassen. Das sollte dann etwas weiter sein als ein Gummi, was sich mehr dehnen lässt. Gut, man muss also vorher entscheiden, wie man den Bund
oben arbeiten möchte, ob mit oder ohne Gummi und mit oder ohne Zugband, wie ich die Dinger immer nenne. Ich nehme dazu Schnürsenkel, das werde ich mir nachher noch kürzen, dieses Schnürsenkelband, dass es dann genau passend ist für die Größe der Hose. So, ich habe mir jetzt hier die Position der Ösen markiert. Ich werde keine Ösen arbeiten, weil mir in München bisher alle Ösen wieder rausgekommen sind, egal wie ich es verstärkt habe oder sonst wie. Dennoch werde ich das jetzt hier so machen, dass ich das die beiden Stellen, wo das Zugband nachher durchkommt, mit einem kleinen Fliese-Liese-Stück bebügel auf der linken Stoffseite. Und darauf wird dann, wie gesagt, das... ich habe leichte Wortfindungsstörungen. Ich glaube, es ist schon Mittagsessenszeit. Genau, ich beeile mich jetzt. Also, da werden dann nachher die Knopflöcher gearbeitet. Beziehungsweise, was man dann auch bei dehnbarem Stoff machen kann, ist nicht so perfekt, aber kann man auch machen, mit einer Spitzenschere einfach nur ein kleines Loch reinschneiden. Wenn dann nachher das Band dann davor geknotet wird, sieht man das sowieso nicht mehr. Ne? Kann man auch machen. So, ich schneide mir die hier mal zurecht und bügel das eben mal auf. Dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich habe es jetzt bebügelt auf der linken Stoffseite. Und jetzt werde ich mir hier einfach ganz unkonventionell mit der spitzen Schere zwei kleine Löcher reinschneiden. Denn das mit den Ösen hatte ich schon öfter und das ist einfach total schade, wenn man die Hose fertig hat und die Ösen dann wieder rauskommen. So, und das sieht doch auch ganz annehmbar aus. Da werde ich dann später das Band einziehen. So. Hier auch nochmal testen, ob es durchgeht. Ja. Gut. Okay. Jetzt lege ich den Bund dann der Länge nach rechts auf rechts. Ich glaube, hier habe ich noch die Originallänge, die eigentlich für feste Stoffe gedacht war, zugeschnitten. Das muss ich dann jetzt noch ein bisschen kürzen. Dazu kann ich ja hier einfach mal gucken. Genau, habe ich noch nicht gemacht. Bei Bündchen nehme ich eigentlich immer so gerne, weil es ja sehr dehnbar ist. Natürlich kommt es ein bisschen aufs Bündchen drauf an. Das ist aber jetzt sehr dehnbar. Ja, so ungefähr 3/4. Kann ich das gedehnt annähen. Beziehungsweise, gut, dass es mir jetzt noch einfällt, das kann ich natürlich nur machen, wenn ich jetzt nur Bündchen annähe. Ne? Wenn ich dann ein Gummi noch mit reinnähe, muss ich natürlich ein bisschen gucken. Und jetzt muss ich mal kurz in mich gehen. Das hatte ich eigentlich vorher noch gar nicht entschieden, ob ein Gummi jetzt da notwendig sein wird oder nicht. Nein, also ein Gummi wird jetzt nicht notwendig. Wir machen das mal anders. Wenn du jetzt ein Gummi mit einziehen möchtest, müsstest du jetzt natürlich die Weite, also die Länge des Gummis bestimmen. So, sagen wir mal, für diese Hose wäre das dann in etwa so. Man schneidet natürlich etwas mehr ab, damit die Enden sich überlagern können. Überlappen, sieht man hier. Das überlappt sich, sieht man es? Ist immer schwer zu sagen bei den Lichtverhältnissen. Und das würdest du jetzt, beziehungsweise musst du jetzt natürlich erstmal aufeinander nähen. Ich mache das dann immer ringsrum im Rechteck mit einem dehnbaren Stich, zum Beispiel einen Zickzackstich. So, dann habe ich diesen Gummiring und den kann ich dann später hier reinlegen und mit annähen. Da ich das jetzt aber nicht mache, bleibt immer noch die Frage, bei der ich eben war, auf wie viel ich das kürze. Ich kürze es jetzt auf so viel, dann nähe ich es gleich hier an den, also das Bändchen hier an den kurzen Kanten zusammen. Und wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns hier wieder. Okay, da bin ich wieder. Jetzt habe ich es zusammengenäht. Klappt es links auf links der Länge nach. Genau, die Seite mit den Löchern oder bei euch dann später eventuell die Ösen oder Knopflöcher muss natürlich außen liegen. Also man muss das jetzt auch gleich korrekt annähen, sonst hat man die
Löcher nachher innen, was prinzipiell ja auch geht, aber dann sieht man das Band nicht und es würde am Bauch drücken, was auch nicht so schön ist. Also hier sind jetzt die Löcher. So rum ist es richtig. Das heißt, ich muss mein Bündchen jetzt mit der Seite, die Seite der Löcher liegt jetzt hier auf der Vorderhose, ne? Genau, nochmal kontrollieren. Und dann kann ich das ringsrum feststecken. Und dabei beginne ich in der vorderen Mitte und ich stecke es mir in der hinteren Mitte auch nochmal auf die Naht. Was ich jetzt aber allerdings schon machen kann, bevor ich das Ganze raufstecke, ist, ich ziehe das Band schon mal durch. Weil das in diesem Fall trotzdem genug Platz hat zum Annähen. Ja, genau. Wenn ich das jetzt mache, das Band schon mal durchgezogen habe, ringsrum, muss es jetzt erstmal hier natürlich überall drin liegen. Im Bündchen ist ja klar. Mal rein. Gerade. Sich eingedreht, aber das behebe ich gerade. Das Band nehme ich dann mal nach unten, damit ich das da oben nachher nicht aus Versehen mit festnähe. Okay, jetzt kann ich auch besser die Mitte erkennen. Das ist hier. Ringsrum wird jetzt das Bündchen natürlich gedehnt. In meinem Fall, ne? Wohlgemerkt. Wie gesagt, die Hose ist ausgelegt für ein festes Bündchen. Aber wie ihr jetzt seht, geht auch ein dehnbares Bündchen. Das kommt natürlich auf euren Geschmack an und wozu die Hose genau dienen soll. Aber worauf ich nur hinweisen wollte, war, wenn ihr jetzt ein festes Bündchen habt, dann wird es natürlich nicht gedehnt angesteckt, denn es hat ja die gleiche Länge wie die Hose. Und dann dehnt man das natürlich nicht, sondern steckt es einfach rechts auf. So wird es dann nachher aussehen. Das Band ist mir jetzt ein bisschen zu lang, darum werde ich das jetzt gleich noch, bevor ich das alles so festnähe, etwas kürzen. So, ich zeige euch gleich an der Maschine, wie man den Bund jetzt annäht. So, das Band habe ich mir jetzt gekürzt, aber beinahe hätte ich den Bund jetzt aufgenäht, wie bei einer ungefütterten Hose. Dabei sollte das doch ein gefüttertes Modell werden und das geht natürlich so nicht. Aber gut, hat auch sein Gutes. Ich habe es noch rechtzeitig bemerkt und ich habe euch einmal gezeigt, wie ihr das jetzt machen würdet, wenn das eine ungefütterte Version wäre. So, für die gefütterte Version gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich stecke die Innenhose jetzt so, wie sie sein soll. Also dann in diesem Fall wäre sie dann gewendet. Nee, wäre sie nicht. Oh Mann, ich glaube, ich bin wirklich schon unterzuckert jetzt. So, ja, doch, wäre sie doch. Ich werde das aber nicht rausschneiden. Das ist auch irgendwie witzig. So, also ich werde es drin lassen. Weil das Kind ja auf der rechten Stoffseite dann sozusagen seine Haut nachher hat, würde ich die jetzt mit der linken Stoffseite hier hereinschieben. Das ist eine Möglichkeit. Und dann einfach die drei Lagen aufeinander nähen. Innere Hose, äußere Hose und den Bund, dann sieht man allerdings die Naht. Wenn man das nicht möchte, macht man es ein bisschen anders. Man nimmt, steckt die Hose nicht rein, sondern man steckt sie jetzt quasi oben drüber.
sodass das Bündchen zwischen den beiden Stofflagen zu liegen kommt. So, und dann wird das hier mit festgesteckt. Erstmal das ein bisschen richtig rein machen. Dann sind es halt 3 bzw. 4 Stofflagen, weil der Bund ja doppelt ist. Genau, das dehnt sich dann hier auf. Einmal hier. Ja, das hatte ich bei dem ganzen Gesabbel und so ganz vergessen. Ne? Aber wie gesagt, Gott sei Dank noch rechtzeitig gemerkt, sonst hätte ich das alles wieder auftrennen müssen. Juhu! Das machen wir ja alle wirklich am liebsten. Auftrennen, glaube ich, ist so der Schrecken aller Nähdamen. So. Fummel, fummel, fummel. Genau. Jetzt haben wir hier die 3 aufeinander. Ich drehe mir das nochmal um, weil ich gerne, also lieber immer auf den festen Stoff nähe, also auf der Außenhose. Das Ganze einfach durch die Hosenbeine greifen und dann liegt halt der feste Stoff jetzt außen. Und dann nähe ich da jetzt einmal drum rum. Das zeige ich euch auch gleich an der Overlock und so verbinden wir die 3 Teile Innenhose, Außenhose und Bund miteinander. Mit dem Nähen beginne ich jetzt hinten an der hinteren Schrittnaht. Jetzt muss ich gut aufpassen, dass ich alle 3 Teile unter die Maschine kriege und nichts verrutscht. Wenn ich das so nähen will, dass man hinterher die Naht nicht sieht, dann muss ich jetzt ein bisschen aufpassen und genau arbeiten, denn zwischen den beiden Hosen, also zwischen der Innenhose und der Außenhose, liegt ja das, in meinem Fall jetzt das Bündchen, was ich dehnen muss. Wenn das jetzt ein fester Stoff ist, dann liegen im besten Falle alle 3 Stoffe gut aufeinander und ich muss nichts weiter beachten, sondern einfach nur gucken, dass sie immer gut bündig aufeinander liegen und alle Stofflagen mitgefasst werden. Ja, da ist die Schere. Ich hoffe, dass ich gut genug Acht gegeben habe und alle Stofflagen mitgefasst worden sind. So sieht es jetzt aus. Ringsrum die Overlock-Naht und jetzt muss man durch ein Hosenbein durchgreifen und alles herausziehen, sowohl die Innenhose, so, an der muss man dann immer weiter ziehen, bis sich auch die Außenhose gewendet hat.
Okay. Jetzt steckt da das Hosenbein noch drin. Ja, hier sieht man das nicht so besonders gut. Ich gehe mal rüber zum Nähtisch, dann zeige ich euch das besser. So, da ist sie. So sehen die beiden Teile jetzt aus. Hier verschwindet jetzt die Naht. Das sieht natürlich ganz nett aus, ne? Kann aber unter Umständen, je nachdem welche Version ihr näht, eben auch die fummeligere Variante sein. Und das andere finde ich auch total okay, wenn man die einfach so aufeinander näht, dass man die Naht nachher sieht. Das würde man bei einer einfachen Hose, also eine, die nicht gefüttert ist, ja sowieso auch. Und von daher, ne, sind das so Feinheiten, die kann jeder so nach eigenem Belieben entscheiden. So. Gut. Obenrum ist die Gute schon mal fertig. Und untenrum fehlen jetzt noch die Saumbündchen. Dazu lege ich mir schon mal beide Beine ordentlich aufeinander. Die liegen jetzt logischerweise links auf links. Gut, ist erledigt. Jetzt kommen dann die Bündchen für die Beinsäume. In meinem Fall Bündchen. Normalerweise ist es ja nicht aus Bündchenstoff, es ist aus festem Stoff. Und dann hätten die Bündchen jetzt die gleiche Länge wie die Saumenden, ne? Also das habe ich jetzt schon ein bisschen eingekürzt, weil es ja Bündchen ist und damit dehnbar. Und normalerweise müsste man jetzt auch hier ein Gummiband mit einnähen, einfach um das Ganze etwas enger zu gestalten, damit eben nicht so viel Sand, Wind und so weiter von unten in die Hosenbeine rein kann. Das mache ich aber in diesem Fall auch nicht, weil das Bündchen an sich ja schon dehnbar ist und wenn ich das jetzt noch etwas einkürze und noch gedehnter annähe, diesen Effekt für mich schon übernehmen wird. Und das reicht mir dann im Prinzip aus. Darum brauche ich jetzt das Bündchen, also kein Gummiband, mit einzunehmen. Wenn ich das aber wollen würde, müsste ich jetzt als erstes die Bundteile auf den schmalen Seiten zusammennähen und dann anschließend den Ring schon reinlegen, wie ich es euch im E-Book eben auch gezeigt habe. Das könnt ihr da anhand der Bilder ja nochmal nachschauen. Also ich nähe jetzt erstmal die Teile an den schmalen Seiten zusammen. Also die Bundteile habe ich zusammengenäht. Jetzt klappe ich sie links auf links, der Länge nach zusammen. Hier würde ich jetzt innen drin gegebenenfalls das schon fertig zum Ring genähte Gummi noch reinsetzen. Das ist ein bisschen fummelig dann das Ganze. Darum bin ich jetzt auch gar nicht so traurig, dass es bei dieser Hose mal wegfällt. Varianten gibt es viele. Im Prinzip, ihr könnt eurer Kreativität da freien Lauf lassen. Denkbar wäre auch, dass man kein Gummi einnäht, sondern einfach auch hier vielleicht seitlich, sodass es hier an der Seite ist, innen oder außen, zwei Löcher arbeitet und dort ein schmales Gummiband, so ein ganz schmales, dünnes Gummiband oder aber auch ein festes Baumwollband, schon zum Ring geschlossen, mit einem Kordelstopper zum Beispiel einzieht, um so die Weite zu regulieren. Das würde ja auch gehen. Habe ich jetzt als Variante im E-Book aber nicht gezeigt. So, die offene Seite muss auf die offene Seite, das heißt mit der geschlossenen Seite des Bundes gehe ich jetzt hier rüber. Ich mache das immer so, dass die eine Naht des Bunds, des Saumbunds auf die Innenbeinnaht trifft. Das kann man natürlich aber auch nach außen legen oder sogar gegebenenfalls aufs Hinterhosenbein, wie auch immer man das jetzt möchte. Hier achte ich dann auch wieder darauf, dass alle drei Stofflagen, also eigentlich vier, weil das, der Bund ja doppelt liegt, aufeinander treffen. Stecke mir das ringsrum fest. Einmal und Nummer zwei.
Okay, und dann nähe ich die jetzt noch an. Hier sieht man das, alle Stofflagen aufeinander und jetzt wird es ringsrum einmal angenäht. So, ich habe die Hose fertig, was ja fast ein kleines Wunder darstellt bei den ganzen Karlauern, die ich mir heute geleistet habe. Aber ihr kennt das ja selbst, es gibt solche und solche Tage und heute war eben ein solcher Tag. Okay, also ich verabschiede mich gleich zum Mittagessen, dann wird es auch hoffentlich besser und ich kann den restlichen Tag noch wieder normal weitermachen. Die Hose ist fertig. Hier sieht man jetzt die Overlocknähte, was mich aber so nicht ganz, also nicht wirklich stört. Deswegen habe ich es im E-Book auch so geschrieben. Ja, das ist unser fünftes Modell. Mein Sohn ist für dieses Jahr wirklich gut ausgestattet. Der Winter kann kommen. Ich hoffe, dass euch der Schnitt gefallen wird. Ich habe versucht, auf viele verschiedene Kundenwünsche einzugehen, indem die Hose jetzt nicht extrem weit ist, aber auf keinen Fall auch zu schmal. Sie kann also, wie gesagt, sehr gut gefüttert genäht werden. Ich habe jetzt hier Sweat probiert. Bei meinem Sohn und bei seiner Statur könnte ich ihm da sogar ein Vlies reinmachen. Das würde auch noch gehen. Das geht eventuell nicht in jeder Größe, beziehungsweise nicht in jeder Kombination Waldemar-Kind. Es kommt halt drauf an. Wenn du ein ganz schlankes Kind hast, kannst du die bestimmt auch dick füttern. Was auf jeden Fall auch gut geht, ist Softshell. Das haben wir auch getestet. Ja, wie gesagt, ich hoffe, sie wird euch gute Dienste leisten und ihr habt wie immer ganz viel Spaß beim Nähen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!